Was schleichen Sie denn hier rum? Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Ich wollte Ihr Ritual nicht stören. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Voodoo praktiziert wird. Dem Doktor mag es nur um Wissenschaft gehen, aber ich weiß, dass diese Wurzeln Macht haben. Wissen Sie, was hier los ist? Ich glaube fast, der Shadow ist verflucht. Bei diesem Spiel gibt es mehrere Spieler. Der Shadow ist nicht verflucht oder gesegnet. Es ist ein Schlachtfeld. Und es wäre alles wesentlich besser, wenn Sie Ihren Onkel hier rausholen. Am besten schnell. Das versuche ich doch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss Hartwood. Das tue ich wirklich. Nun, entschuldigen Sie, ich muss nach meinem Gumbo sehen. Die Haushälterin hat etwas im Blumenbeet unter einem der Fenster von Dr. Gray vergraben. Sie hat dabei in einer kreolischen Sprache gesungen und ein ungewöhnliches, verfälschtes Voodoo-Ritual durchgeführt. Das ist sicher kein ungewöhnlicher Anblick im französischen Viertel, aber noch nie hat Voodoo auf Emily so verbittert gewirkt. Was ist das? Ein weiteres Stück der zerbrochenen Scheibe. Es hat geklappt. Und was ist das nun? Na bitte. Thank you.
verklemmt. Ich brauche den Schlüssel. Seltsamer, aber schöner Raum. Sind das Tierkreiszeichen? Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astarth. Ihr guten Piraten von Pontchartrain. Möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Auf den Bildern ist eine aggressiv aussehende Fäulnis.
Yastard-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Ponchatrain hatten, als ich ein Kind war. Den Schlüssel. Der einfache Astrologie-Schlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur 12 an der Zahl waren. Klemmt.
ist das für ein Fleck? Es ist eine weitere der Scheiben für den Talisman. Sie ist ebenfalls zerbrochen und es fehlen Teile.